Scheiße. Scheiße. Oh Gott, verdammte Kuckuck-Scheiße. Scheiße. Mann, der wird zum ersten Mal Scheiße gesagt und du verpasst es. Ich hab mir am Sack vorbei. Wow. Leute, damit ganz herzlich willkommen zurück zu MDG Out the Dark. Ja, ihr wisst schon Bescheid. Auf jeden Fall, im letzten Spiel hat das Spiel uns ja mal gezeigt, es kann auch anders. Wie kann es anders? Ja, es kann brutal uns hinterrücks. Ja. Denn da passt man einen Moment nicht auf und begutachtet so ein bisschen halt eben die Architektur, die Steine drin halt eben, die Textur und all sowas. Ja, macht auch tierisch Spaß. Aber dann plötzlich halt eben steht dieses kleine graue Männchen halt eben hinter dir und klappt seinen Kiefer aus. Ja, nicht so geil. Ja, auf jeden Fall mussten wir dann erstmal kurz die Flucht ergreifen. Uns ging ein bisschen halt eben die Flitzkacke, ein kleines Angstkackerli gemacht und jetzt geht das halt eben auch schon wieder raus. Da draußen hören wir Stimmen, da drinnen kratzt irgendwas hinter der Tür rum. Nachdem erstmal hier alles eingestürzt ist, wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Und hier haben wir auch schon wieder unsere Freunde, die Fauchscharpen, die irgendwie über unser Gesichtsfeld krabbeln. Ja, das ist eindeutig unser Gesichtsfeld. Das ist nicht der Boden oder sonst irgendetwas. Alles klar, wir sind gerade so auf dem geistigen Status irre. Der Kopf drückt und die Hände zittern, das ist schon mal besser als vorhin. Weil vorher stand da einfach nur Punkt, Punkt, Punkt. Und wie ich schon im letzten Mal erklärt habe, wenn dein Arzt vor dir sitzt und du fragst ihn, wie steht es um meine geistige Gesundheit, und die einzige Antwort, die du bekommst, ist, dann wisst ihr, ihr seid gekuschelt. Tja, alles klar, gut. Soweit zur Theorie und zur Folge des letzten Spiels. Wir können anscheinend nicht nochmal einen Blick raussetzen. Gut, wir machen es einfach mal so. Jetzt ja noch mal ein bisschen mit. Okay. Wir haben es irgendwie geschafft. Ja, so ganz anscheinend noch nicht. Das heißt, wir müssen hier noch mal ein bisschen. Ja, das sieht doch. Nope. Das könnte funktionieren. Oder? Ja, so. Okay. Das dürfte ausreichen. Ja? Okay, es geht wieder los. Und mein Vibriert auch, das ist sehr schön. Das sollte ich vielleicht mal wieder weglegen. Diese Tür war vorhin, glaube ich, nämlich noch nicht offen. Ja doch, die war offen und hinter dieser Tür hat irgendwas rumgehauen und rumgekratscht. Das ist jetzt aber auch schon wieder weg. Jetzt haben wir hier, ist hier vielleicht eine Falltür. No. Hier tropft. Okay. Ich weiß nicht, ob die Kadaver nach so langer Zeit noch bluten sollten. Ich gehe einfach mal davon aus, nein, sollten sie nicht. Gut, wir haben jetzt erstmal da drüben dieses Zinkerz aufgenommen. Ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, was es damit auf sich hatte. Ah, sieh an. Ach stimmt, ja, wir müssen ja alle Türen von Hand öffnen. Na komm schon. Okay. Wir sollten bald mal wieder ins Licht gehen. Denn jetzt unsere geistige Gesundheit flattert zuweilen sehr schnell aus dem Ruder, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Wenn wir uns zu lange außerhalb des Lichtes bewegen. Was aber auch blöd ist, denn wenn unsere geistige Gesundheit erstmal so richtig abgefahren ist, dann kann es anscheinend irgendetwas erwischen oder jagen. Ja, und dazu müssen wir uns im Dunkeln verstecken. Und im Dunkeln halt eben docken wir das Vieh irgendwie auch nur ran. Also, einigen wir uns einfach darauf, wir versuchen einfach irgendwie hier durchzukommen. Oh, was haben wir da? Lauter. Oh, nein, das ist das Vieh. Das ist das Vieh, was ich gemeint habe. Ja? Das ist weg. Okay. Verwende laut Damm, dann komme ich hinzu. Okay. Alles klar, gut. Wir haben es laut Damm gefunden. Da hinten war mal wieder ein durchgedrehter. Wir gucken nochmal ganz kurz in das Inventar. Was haben wir alles? Das laut Damm. Eine medizinisch ausgestattete Armschiene, um den körperlichen Zustand zu verbessern, um Wunden zu heilen. Nein, laut Damm ist keine Armschiene. Laut Damm ist eine Lösung. Mit, ich glaube, Opiaten? Egal. Ja, ich glaube, das ist Opium. Ein Glas Zinkerz. Gut, das lassen wir einfach mal so stehen. So, soll er kommen. Wir haben ein Brett. Da wird er gepaddelt. Wenn du mich erschrickst, gibt es einfach ein Paddel drüber. Wenn du plötzlich hinter mir stehst, kriegst du eine gepaddelt. Einfach nichts tun. Ist ein Paddel drüber. Okay. Hier ist auch nichts weiter. Und wir machen das, was wir für die beste Idee seit Menschengedenken halten. Tö.
Okay, wir machen trotzdem das, was wir seit Menschengedenken für die beste Idee halten. Wir folgen dem gruseligen Mister mit dem Klappauskiefer. Aber der scheint zum Glück weg zu sein und hier haben wir Steine. Steine finde ich okay, da oben scheint auch nichts weiter zu sein. Steine sind Freunde. Steine sind freundlich. Sind Steine freundlich? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Also es kommt immer auf die Geschwindigkeit an und in welche Richtung sie fliegen. Grundlegend würde ich sagen, sie sind freundlich. So. Ja, wir gehen mal kurz wieder ins Licht, denn unsere geistige Gesundheit ist schon wieder stark am Nachlassen. Wir müssen natürlich wie immer auf unsere Zünderboxen aufpassen. Und das Ding ist, ich bin mir bis jetzt auch noch gar nicht sicher, ob dieses Ding, also Mr. Klappauskiefer, uns sowieso angreifen möchte. Darüber müssen wir uns erstmal so ein bisschen Gedanken machen. Ja, sorry, wenn meine Stimme ab und zu mal ein bisschen schwankt. Ich habe gerade so einen kleinen Frosch im Hals. Ja, ganz leicht mit einer leichten, na, ich würde jetzt nicht sagen Sommergrippe, aber war schon ein bisschen belastender. So, hat genervt. Bleib mal dabei. Gut, ja. Soweit. Das dürfte, okay, hier wabert nichts mehr, wir beeilen uns. So, Wein, ist egal. Ja, wenn ihr euch erinnert, wir haben ja im letzten Teil erzählt bekommen, dass hier im Weinkeller ein paar Angestellte des örtlichen Fürsten, besser gesagt, wahrscheinlich war es ein Brief entweder von mir oder von Alexander von Brenneburg. Ah, ihr hört schon wieder. Er hat nämlich ein paar seiner Häscher oder Bediensteten. Wobei, es kam nicht so ganz raus, wen er jetzt genau eingesperrt hat. Auf jeden Fall hatte die unten im Keller eingesperrt. Das fanden die aber erstmal gar nicht so verkehrt, denn war eine Menge Wein da. Ganz ehrlich, würde ich auch hart feiern. Ohne Mist. Aber auch in einer gewissen Zeit wird es auch irgendwo langweilig und außerdem, wenn man die ganze Zeit nur mit denselben Leuten Wein trinken kann, ist es doch unter Umständen. Leute können anfangen zu nerven. Nicht ihr. Nein, niemals ihr. Andere. Die hier im Spiel. Okay, bei uns sieht es gerade so aus, als... Ah ja, Zinkerz. Das heißt, wenn wir das wieder aufnehmen, passiert wieder irgendwas Schräges. Ah ne, Ohrpiment. Was ist denn Ohrpiment? Das hat mir gar nichts. Laudanum und Ohrpiment? Das sollten wir eigentlich mal nachschlagen, aber... dazu fehlt uns gerade so ein bisschen die Zeit. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass unser geistiger Zustand sich gar nicht so radikal zu verschlechtern scheint wie sonst im Dunkeln. Aber warum? Nun ja, das soll uns ja erstmal gar nicht weiter stören. Ach ja, hier, die Bottle mit Wein, das können wir eigentlich mal. Ich wollte nur kurz gucken, ob wir die zerschlagen können. Und badutsch. Yep, können wir. Haben wir schon im letzten Teil gesehen, aber besser gesagt, wir haben es nicht gesehen. So. Okay. Hier ist wieder eindeutig etwas kurz davor, aus dem Ruder zu laufen. Das sehen wir. Und schon an diesem wabernden, wunderschönen Nebel, der uns umgibt. Und wir hören schon, irgendetwas schleift dort Ketten hinter sich her. Leute, ich rieche Ärger. Ah. Oh, feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Wilhelm, mach mal mit. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit, let us out of here! Womöglich nicht seine Bediensteten. Bediensteten neigen ja eher selten dazu, jemanden mit Vornamen anzusprechen. Ah, guck mal an, das scheinen die Überreste von den Herren zu sein. Mal sehen, was haben wir hier. Das könnte sowas wie ein riesengroßes Stück Gehirn sein. Aber
wirklich gigantisches Gehirn. Ist alles so ein bisschen undefinierbar. So, Zunderbuchse, sehr schön. Und wir gönnen uns einen charmanten kleinen Blick in das Nachbarzimmer. Ah, hier ist der nächste zerplatzt. Jupp, zerplatzt trifft's. Hier ist überall Partybemalung. Und ich habe die dumme Ahnung, dass wir uns gleich anfangen können zu verstecken. Aber erstmal lesen wir diesen wunderschönen Brief. Was könnte denn dort drin stehen? Wilhelms letzte Worte. Mein Name ist Wilhelm aus Gerich. Dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brennenberg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte. Ich nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelte und dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheiten und nicht wegen meines ehrenhaften Handelns als Soldaten der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer er es mir befahl und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er mir ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was meine Position in den adligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel. Schließlich nahm ich das Angebot rückhaltlos an. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brandenburg. Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einem Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so beginnt die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinem teuflischen Plänen. Meine Männer schreien. Ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle, wie sich mein Körperinneres gegen seine gottgegebene Natur auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger. Wow, das ist hart. Und ja, jetzt haben wir hier wieder Aqua Regia. Oh Gott, ist zu lange her, wir nehmen es einfach mal. Ja, macht euch darauf gefasst, dass gleich wieder irgendein harter Shit passiert. Ich tue es nämlich auch. Und Angstkacki, los geht's. Ja, das war ja wohl gar nichts. Scheiße. Königswasser, ja, Königswasser. Wer es von euch noch aus dem Chemieunterricht kennt oder aus der Vorlesung? Königswasser ist eine Lösung aus, boah, lass mich nicht lügen, war das 2 Drittel Salpeter und 1 Drittel Phosphor? Ich bin mir gerade gar nicht mal sicher. Auf jeden Fall ist das ein beliebtes Mittel, um Gold und Platin aufzulösen und dadurch auch zu verstecken. Denn man kann es wieder daraus extrahieren, das ist möglich. Hier ist ja schon wieder so Rumgeheule. Bleiben wir kurz im Hellen. Ja, und darin kann man Gold auflösen. Man kann also Gold in einer wässrigen Lösung verstecken. Das ist möglich. Sehr, sehr coole Sache. Falls ich hier gerade Unsinn oder besser gesagt etwas Diarrhoe erzählt haben sollte, bitte ich um Korrektur. So. Unser geistiger Gesundheitszustand dürfte sich wieder relativ auf einem da hinten war da was. So ein Mist. Okay. Zunderbuchs. Alles klar. Wir sehen uns erstmal nach Zunderbuchs um, bevor wir irgendetwas anderes machen. Denn ich habe so eine Ahnung, dass eins dieser... Vielleicht finden wir hinter diesen leeren Fässern irgendetwas. Nein. Tja, das ist halt eben kein Zelda. Muss man auch mit dazu erwähnen. Aber den einen oder anderen dürften die marginalen Unterschiede schon aufgefallen sein. Das hat wahrscheinlich immer noch am ehesten
Ähnlichkeit mit Majora's Mask. Der von mir übrigens am härtesten gefeierte Zelda-Teil. Nicht nur auf dem Nintendo 64, nein, auch auf dem 3DS. Okay, keine Zunderbuchsen. Dafür haben wir den Raum ein bisschen verwüstet. Nice. Und wir nehmen... Okay. Wow, 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 okay. Okay. Was haben wir denn jetzt schon alles gesammelt? Was machen wir damit überhaupt? Oh, wir haben auch Öl bei uns. Hm, okay. Wie sieht es eigentlich bei uns aus? Einige Schnittwunden und blaue Flecken, ist okay. Leichte Kopfschmerzen, ist okay. Kann nicht mit umgehen. So. Wir müssen mal kurz auf die Zeit gucken, nicht, dass ich hier einfach mal ein stundenlanges Let's Play mache. Ja, ja. Klasse. Okay, haben wir bis jetzt irgendetwas übersehen? Haben wir schon irgendwelche Türen nicht geöffnet? Ich glaube, die haben wir ebenso geöffnet. Genau, hier sind wir ja um die Ecke rumgegangen. Da hinten war ja Kieferklaus, unser Freund. Wer sich nicht erinnern kann, warum er Kieferklaus heißt, der sieht sich bitte die letzten Folgen einmal. Besser gesagt, die letzte Folge oder den Anfang dieser Folge. Wobei, in der letzten hat man es eigentlich am besten mitgesehen, warum ich diesen charmanten jungen Herrn Kieferklaus nenne. Bitte, die anderen Protagonisten heißen Wilhelm und so weiter, dann kann ich auch Klaus nennen. Wissenschafts-Wilhelm. Dem ist der Bauch aufgerissen worden. Ah, nee, Gott. Nein, 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 wir machen jetzt keine Scherze halt eben über Wissenschafts-Wilhelm und Kieferklaus. Wir wollen ja... Oh, guck mal hier, nettes kleines Detail. Blutige Handabdrücke an der Wand. Yep, obligatorisch. Ich glaube, das war's eigentlich hier unten mit so ein bisschen für uns, oder? Hier waren wir, hier waren wir. Tja. Das hier wird wahrscheinlich die, sagt's? Küferei sein. Genau, das hier wird wahrscheinlich die Küferei sein. Oder zumindest halt eben, ja, eine notdürftige Küferei, die größtenteils wahrscheinlich eher nicht auf Fassherstellung, sondern auf Fassreparatur spezialisiert ist. Was auch immer, das ist für eine Grundlage jetzt für die Geschichte. Wow. Okay, okay, alles klar. Das war nur, ich bin auf dem Fass umgerollt. Gut, nichts passiert. Uns geht's gut. Ich glaube, weiter haben wir eigentlich gar nichts zu tun, oder? Ich würde noch mal einen Blick hinten in den Raum reinwerfen, wo wir... Nee. Wo wir die Leute da gefunden haben. Ah, hier. Ah, ne, das ist nur Wein. Ich glaube nämlich, haben wir irgendetwas übersehen. Au. Oh. Wow. Okay, ja, das ist eine Menge. Also, ich gehe mal einfach davon aus, dass die Herren einen gewissen inneren Tremor aufgebaut haben, der sich dummerweise irgendwann auf den Weg nach außen gebahnt hat. So, was suchen wir hier gerade? Kann ich euch erklären? Wir suchen eine Art von Schlüssel. Zumindest gehe ich davon aus, dass wir vielleicht so irgendwie sowas in der Art von finden könnten. Wenn nicht, tja, dann haben wir jetzt erstmal einen Haufen Chemikalien zusammen. Und auf dem Hinweg haben wir noch etwas anderes gesehen. Nämlich das Labor. Und da gehen wir jetzt einfach hin. Ich glaube, wir haben jetzt genug Chemikalien, um da einfach mal ein bisschen Party drinnen zu machen. Oh, nee. Tja. Und, ohne Mist, ich habe ja noch nie, und das muss ich wirklich ganz ehrlich zugeben, das Leiden von auf und Feuchten muss ich. Beim letzten Mal ist einfach zu schnell, dass ich wurde. Ah, ja, gut, das ist ein gutes Zeichen, wenn jetzt wieder alles am Durchdrehen ist. Yep. Und wir sind wieder im Enddarm des Teufels. Klasse. Ja, komm, was spritzt uns gleich ins Gesicht? Nichts? Oh, oh, Mann, ich hab's gewusst. Irgendwas spritzt einem immer ins Gesicht. So, der Enddarm des Teufels weist uns schon den Weg. Wir gehen ins Laboratorium und sehen mal nach. Er setzte sich bei Kaspar nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von seiner Stirn auf den sandbedeckten Boden. Okay.
Jo. Oh. Fuck. Ja, genau. No way. Alt. Ganz ruhig. Viele Geräusche um mich herum. Und wir finden etwas Lampenöl. Dammit. Aber wir sind ja wie immer ganz cool. Hör auf zu atmen, verdammte Axt. Oh Mann. Nein, da ist. Ich meine, bin ich. Das atmet doch wirklich. Das ist doch Atmen. Ist da irgendwas Riesiges drin? Ist das Alexander? Könnte Alexander da drin sein? Theorie! Wir kennen bestimmt andere Final Fantasy. Es gibt auch einen, da einen Aesper, einen Guardian Force oder auch wie man immer sie nennen möchte. Es gibt ja viele Namen für sie. Es gibt auch dort drin halt eben in mehreren Teilen Alexander. Und Alexander ist echt groß. Und was ist halt eben ein riesengroßer Alexander von Brandenburg dahinter rumsetzt. und so, Easter Egg, ach ja, komm, weg. Alles klar, gut. Lassen wir es einfach sein? Nö, nö. Ah ne, hier sind ja überall immer Fauchschaben, genau. Was ist denn hier? Noch mehr Öl. Nice. So muss das. Oh Gott, verdammte Kuckuckscheiße. Ich mag so, dass so viel mit Farben und Licht hier drinnen gespielt wird. Und ich muss sagen, für die Zeit doch schon schön ausgenutzt für die Engine. So. Macht mir auf jeden Fall... Ja gut, Spaß ist jetzt das falsche Wort. Es ist... Ja, das ist alles dicht. Oh. And another Zunderbergs. Come here, my little Zunderbergs. Time for some Zunderbergsing. Ja. Jo. Nicht nur Alexander, sondern auch noch Leviathan. Ohne Notiz. Sehr schön. Feine Lisi Lisi. Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzien ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Und genau dort kommen wir her. Denn genau dort haben wir nämlich diese Ingredienzien schon gefunden, weil wir einfach mal so verdammt gut da drin sind, Sachen zu tun. Ja, das lassen wir so stehen. Das ist okay. Und hier haben wir noch mehr Lampenöl. Mensch, ich werde echt gut in Ölsachen dingen. Was haben wir hier? Delirium Tremens. Delirium Tremens. Was kann ich das? Egal. Boop. Was haben wir hier? Ah, noch mehr Delirium Tremens. Boop. Sehr schön. Was ist das? Egal. Boop. Okay, genug Boop. Mhm. Oh. Oh, das ist eine Menge. Ah, hört ihr das? Da schreit was im Hintergrund. Das ist bestimmt nur so ein cooles Empfangskomitee, was ich so spät, weil ich komme. Scheiße. Ah, hör mal auf. There should be more coop rats. Let me see. And one part Aquafortis. Yo! Danke für das Rezept, Body. Aber ich glaube, wenn man es einfach nur so zusammenkippt, hilft uns das ja auch nichts. Wir brauchen schon irgendwelche Angaben. Okay, wir haben einen Chemietopf. Echt, aber ohne Mist, das Teil heißt Chemietopf. Alter! Da gibt es auch schöne Begriffe für.
Oh. Frühes Alchemie-Experiment. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Opiment müssen hinzugefügt werden und Cuprite bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist im hohen Grade Säurehaltung und praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemistische Lösung für meine missliche Lage finden werde. Ah, okay, wahrscheinlich ja eben wieder so einer, der versucht, ewiges Leben zu erlangen. Aber da haben wir schon mal einen Hinweis auf etwas gefunden. Auf was? Ja, ganz genau. Die zerfetzten Körper im Weinkeller. Wie hat das gesagt? Das Zeug reagiert besonders hart mit organischer Substanz. Zum Beispiel menschlichen Innereien, Körpern, sonstigen. Das hat er dem wahrscheinlich in den Wein gekippt und zack, bumm, flup, 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 flup. Flatter von innen nach außen auf die oberhärteste Schiene, die gerade zu dieser Zeit möglich ist. So, ich glaube, hier können wir soweit abschließen in diesem Raum. Wir gehen wieder raus. Ja, ich höre was. Okay, irgendwas ist kalt. Irgendwem ist kalt. Also mir ist gerade nicht kalt, das ist okay. Miep. Ja. Nee, ist cool. Ich geh mal da lang. Ach, warte, vielleicht. Wir müssen ja auch im Menü mal nachsehen, ob wir das vielleicht irgendwie zusammenrühren können. Zinkerz. Ja. Na klar. Also zurück. Auf ins Labor! Alles klar. Das Labor. Wir benutzen jetzt unseren Chemietopf. Wie sich dieses Wort ausgedacht hat. So, wir haben hier eine Apparatur. Mhm. Und hier kommt wahrscheinlich der Chemietopf hin. Nein. Okay, wir nehmen Zinkerz. Wir nehmen Ohrpiment. Das ist lauter so. Okay. Wir nehmen Cuprit. Leute. Das war laut. Und wir nehmen Königswasser. Okay. Wir. Zuerst muss der Brenner angestellt werden. Ja, aber wie? Halt die linke Maus mal kreis. Okay. Halt die linke Maus mal in Kreis. Wegen dem rechten Stick. Ah, okay. Ah. Okay, cool. Cool. Es passiert was. Oh, verdammt. Warte mal. Wie war nochmal das Rezept? Ich das jetzt anfangen. Okay. Wollen wir das mal ein bisschen durcheinander hauen? Komm, wir fangen einfach mal an. Wir machen erstmal das. Oh, komm. Hau mal rein. Genau. Du kommst jetzt hinterher. Klasse, oder? Ja, cool. Jetzt bist du doch mit dran. Und jetzt noch das letzte auf. Und es passiert. Oh. Ja, das ist irgendwie logisch gewesen. Okay. Das Chemiegefäße. Ich weiß gar nicht, was ich. Aber ich weiß, ein blöder Name. Gut, wir fangen mal von vorne an. Als allererstes drehen wir das Gas auf. Wir machen hier. Jetzt drehen wir hier.
Und als nächstes machen wir mal hier. Und als letztes machen wir hier. Kann ja nur gut werden. Und? Scheiße. Kennt ihr? Oh Gott, kennt ihr Blackadder, die alte Serie mit Rowan Atkinson? Wo sie versuchen, mit alchemistischen Mitteln aus einer finanziell misslichen Lage rauszukommen. Und er da hing. Und als sein Kumpel da und da hing. Seht, was ich mit Alchemie geschaffen habe. Das ist grün. Ja, ich habe allerfeinstes Grün hergestellt. Britischer Humor, müsst ihr nicht kapieren. Cool. Guckt euch die Serie trotzdem an. Ist geil. Okay, wir haben jetzt allerfeinstes Grün. Guck. Aufgenommen. Säuretopf. Yo. Soweit, nicht? Jetzt haben wir einen erstreinen Säuretopf. Das läuft doch bei uns. Können wir das trinken? Okay. Offensichtlich nicht, Dino. Machen wir mal wieder mal hoch hier. Oh, wisst ihr was? Nö! Was wir mit diesem schönen Säuretopf anstellen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Leute, damit ist schon wieder eine Folge im Nature weg. Das war der dritte Teil. Wir sehen uns in der vierten Folge wieder. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht. Das Spiel hat doch schon wieder einiges mehr an Potenzial, als was ich eigentlich ursprünglich vermutet habe. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Habt euch nicht allzu sehr gelangweilt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Ich hoffe, heute eine ganz schöne Menge. Und tja, Leute, lasst euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.